Meine Damen und Herren, Menschen unterscheiden sich von zwei Subhumanen oder von den subhumanen Spezies in mindestens zweifacher Hinsicht. Erstens, sie können kommunizieren, verbal. Da ist an manchen Stellen inzwischen Fragezeichen angebracht, ob das nicht andere auch können und wie weit das geht, aber immerhin. Und das ist der wesentliche Punkt, sie sind zur Selbstreflexion fähig. Und wenn sich an diesem Ort und in dieser Veranstaltungsreihe Wissenschaft und Wirtschaft treffen, um über Themen wie Personal, und man sollte es erweitern, und Organisationsentwicklung zu reflektieren, die zusammenhängen mit Kommunikation, mit den neuen Medien. Und was ist wesentlicher an den neuen Medien als die Kommunikation? Dann ist das, glaube ich, eine ideale Paarung. Wir sind in der Lage, uns zu fragen, obwohl wir selbst auch Akteure sind, die im System drin sind, was passiert denn eigentlich mit uns in unseren Einbettungen in die institutionellen Kontexte durch moderne Informations- und Kommunikationstechnologien und deren Nutzung. Und da haben wir gelernt in der Vergangenheit, dass Dinge, die neu entstehen, die teilweise in Nischen entstehen, Einzug in den Mainstream erhalten. Ich nenne einen ganz anderen Bereich. Ich weiß nicht, ob Sie noch sich erinnern können, als das Thema Graffiti aufkam und man plötzlich in der Mode, in Stoffen, Graffiti-Elemente sah, sogar in Möbeln. Auch hier haben wir anfangs gedacht, sogar in der Anfangszeit des Internets, wo eigentlich nur das Interesse war, den Stand der Kaffeeproduktion abzubilden, MIT, durch eine Kamera, die von allen oder für alle einsehbar war. Wir dachten, das ist in Nischen, genauso wie irgendjemand, glaube ich, mal gesagt hat, die Welt braucht ein bis zwei Computer. Wir dachten, das ist in Nischen und inzwischen sind wir alle damit konfrontiert in unserem Alltag. Und ich glaube, die Themen, die sich hier aufdrängen, sind von unglaublicher Relevanz. Ich las an irgendeiner Stelle zu dieser Veranstaltung, wie immer entstehen mehr Fragen als Antworten. Das ist nun mal so. Das ist aber auch gut so. Weil wenn das nicht so wäre, dann müssten wir die Institutionen, die sich mit solchen Themen beschäftigen, noch weiter zurückbauen, als wir es ohnehin schon müssen, vor dem Hintergrund von Themen wie Schuldenbremse etc. Wir beschäftigen uns also mit dem Thema, wie ändern sich Institutionen durch die Strategien und die Arten zu kommunizieren. Das muss man jetzt differenzieren. Die Kommunikation ist einerseits in der Institution, aber auf der anderen Seite auch über die Institution oder auch zwischen den Institutionen. Und solche Themen, was hat Personal- und Organisationsentwicklung, wie beeinflusst sind die dadurch, dass Menschen anders als früher miteinander kommunizieren? Ich sage einfach mal zunächst nur anders, ohne jetzt zu sagen, wie man das zu werten hat. Anders heißt schneller. Schneller heißt mit anderen Erwartungen verbunden. Mir erzählte vor einigen Jahren ein Kollege, der in den USA tätig war, wenn ich einem Studenten innerhalb von 24 Stunden nicht auf seine Mail antworte, dann kriege ich ein Problem mit meinem Chef, mit dem Rektor oder dem Präsidenten der Universität. Ich habe das noch nicht machen müssen, aber ich kann Ihnen auch aus eigener Erfahrung sagen, es gibt Zeiten, da hat man den Eindruck, also man ist in jeder Position in der Institution gefordert, zumindest mal zu signalisieren, ich habe das wahrgenommen. Ob dann eine vollständige Antwort schon kommt, ist egal. Wir haben also gelernt, schneller und an mehr Orten miteinander zu kommunizieren. Also es gibt keine Geopositionierung von Professionalität mehr. Ich persönlich beantworte meine Mails, ist jetzt noch nicht Social Media, aber sozusagen der Urvater, gerne im Urlaub, weil ich dann weiß, wenn ich zurückkomme, habe ich nicht einen riesen Berg abzuarbeiten. Und das macht mir auch nichts aus. Ich empfinde es nicht als Störung. Aber es gibt medizinische Befunde oder interdisziplinäre Befunde und Einbeziehungen von Medizin, die sagen, das ist nicht für jeden gesund. Es gibt auch Menschen, die brauchen Phasen, wo sie vollkommen loslassen können. Vielleicht haben die stressigere Berufe als unsereins.
Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir hier differenzieren müssen und dass wir überlegen müssen, wie gehen wir denn damit um, dass diese Erwartungen sich an alle in gleicher Form entwickeln, aber nicht von allen gleich erfüllt werden. Der nächste Punkt, der mir in dem Kontext einfällt, ist, wir haben, und das ist für Organisationen unglaublich relevant, inzwischen etwas, was wir in der Psychologie Diffusion von Verantwortung nennen. Wenn ich jemanden CC setze, dann mache ich das ja nicht einfach so, sondern ich verbinde damit Erwartungen. Sind aber meine Erwartungen die gleichen, die er mir zuschreibt, wenn er sieht, ich bin im CC? Wer arbeitet es denn ab? Ist das von der Hierarchie dann noch abhängig oder von der Frage, an wen ging denn die Nachricht und wer sitzt im CC? Also solche Themen müssen Themen sein, mit denen sich Institutionen beschäftigen und Themen, die sie verändern. Sie können aber nicht sagen, wir integrieren das jetzt irgendwie, lassen das irgendwie wachsen. Sie müssen das handeln, sie müssen verantwortungsvoll damit umgehen. Und ich bin sehr beeindruckt von der Themenliste und würde wirklich, ich sagte es Herrn Schäfer schon, sehr, sehr gern hierbleiben, weil das nicht nur vom Hintergrund des eigenen Faches, als auch, ich muss mich jetzt an dieser Stelle outen, an meiner alten Uni galt ich als Technophil, also auch vor dem Hintergrund eigenen Interesses an der Nutzung moderner Technik hochspannend wäre. Ich beglückwünsche Sie zu dem Thema, danke dem Host für die Bereitschaft, die Veranstaltung hier durchzuführen und dem Engagement von Celtec, einer Institution, die gemeinsam getragen wird von DFKI, HTW und Universität des Saarlandes, dieser Institution für die Beharrlichkeit, mit der die Veranstaltung gemeinsam mit der Stiftung Europrofession durchgeführt wird. Und bin überzeugt davon, dass Sie in der Tat mit mehr Fragen hier dann rausgehen, als Sie Antworten erhalten haben und dass das nicht zu einer Enttäuschung geführt haben wird am Ende des Tages. Vielen Dank.